Ich sehe, du brauchst etwas Trosten. Du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schlamm. Ja, jetzt hol doch nicht doch auf der Seite. Ach, man macht ja ein Pflaster dein, drauf. Mikrofonbereich. Immer, ja, bitte schön hier. Ja, okay, Abstand, ne? Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. So geht's doch. Ja, einigermaßen. So. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ja, das spricht der Richtige. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Und weißt du was? Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. Künsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein! Oh. Lalala! Schön! Warte mal, jetzt kommen wir auf den Fall. Hier hast du Nadel und Faden! Scheiß Echo hier in der Kabine. Pass damit auf, sonst gibt's Narben! Wir können Kindern nicht bluten sehen, nur leiden. Aua.